Diese Art von Jungs trifft man meistens maskiert. Nachts im Geheimen wird dann oft operiert. Dieses Konzert wird veranstaltet für unseren Freund. Der hatte vor 3 Jahren einen Unfall und liegt seitdem im Krankenhaus und kann nicht mehr reden, kann nicht mehr laufen, wird künstlich ernährt. Das Kleinhirn ist kaputt von ihm. Und das ist ein guter Freund von uns und wir haben mitbekommen, dass die Eltern eine Therapie für ihn bezahlen möchten, eine Muskelaufbautherapie. Und die Krankenkasse hat es halt abgelehnt und wir haben halt gesagt, okay, wir sind hier nicht mehr ganz unbekannt im Norden musikalisch und wir stellen da irgendwie was auf die Beine. Dann habe ich ein Spendenkonto eröffnet und er hat die Internetpräsenz schon mal fertig gemacht und das ging wie ein Lauffeuer dann weiter. Das ist auch uns möglich, weil wir viele Sponsoren mit im Boot haben, die Bratwurst gesponsert haben, Pommes gesponsert haben, Kuchen gesponsert haben, Kaffee haben wir da. Das ist alles Sponsoring. Das heißt, jede Bratwurst, die hier verzehrt wird, jedes Bier, was getrunken wird, ist gleich 100% Spende. Und wir hoffen, dass wir gut was zusammenkriegen. Dass jemand selbstlos für andere was macht, ohne an sich selber zu denken, das finde ich gut. Das ist heutzutage viel zu selten. Und er macht das und das ist eine tolle Sache. Das unterstützen wir auch gerne. Es könnte unser eigenes Kind auch irgendwann mal sein. Und von daher finde ich das eine ganz tolle Aktion, was sie hier aufgezogen haben. Finde ich einfach klasse. Ich finde natürlich nicht gut, dass die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt. Aber die ganzen Musiker sich so bereit erklärt haben und hier kostenlos auftreten, dass so viele Leute das annehmen, das finde ich schon toll. Die Therapie soll halt dazu helfen, dass sie sich halt wieder die Muskeln aufbauen und dann natürlich dann wieder teilweise am Leben teilnehmen kann. Klar ist natürlich, dass er nicht wieder voll 100% wieder da ist, wie es er früher mal war, aber auf jeden Fall teilweise wieder halt ins Leben reinkommen kann, wieder teilnehmen kann, sich selber teilhaben kann, sich verständigen kann, was er aktuell halt nicht kann. Danach fliege ich zu dir. Gleich danach bin ich wieder bei dir.